Ahoi, grüß euch. Ich melde mich heute, denn ich habe Post bekommen. Bevor ich mich allerdings diesem Brief hier widme, muss ich ein bisschen ausholen. Denn es geht um ein heißes Thema. Es geht um die schiefe Kreuzung, es geht um das soziale Eck, das Assi-Eck oder auch das Bermuda-Dreieck, nennt es wie ihr möchtet. Es geht um die Kreuzung Görlitzer Straße, Luisenstraße. Seit Jahren schon ein heißes Thema. Die Anwohner sind da gespaltener Meinung. Und auch ich, der ich dort wohne, direkt an dieser Kreuzung, habe gemischte Gefühle, immer wenn ich wieder daran denke und auch jedes Mal, wenn die Diskussion wieder aufflammt. Ich hole kurz ein Stückchen aus. Im März gab es ein Bürgerforum im Bezirksamt Dresden-Neustadt. Wir haben darüber auch berichtet. Den Blogbeitrag verlinken wir euch gern einmal unter diesem Video. Es war eine sehr emotional geladene Diskussion. Das heißt, etwa 60 Anwohner, würde ich schätzen, haben sich dort versammelt. Und einige davon haben auch sehr hitzig ihre Bedenken rund um die Kreuzung geäußert. Es gibt drei Punkte, die einigen sauer aufstoßen. Erstens, es ist die Lautstärke. Das Schöne an der Kreuzung ist, dass sich dort gerade nachmittags gern einmal ein paar Musiker hinsetzen. Das heißt, du findest häufiger mal jemanden mit einer Klampfe, der ein paar Lieder von sich gibt, gern auch mal eine spontane, auch wirklich sehr gute Percussion-Show. Das Problem ist allerdings, irgendwann ist eben eine Uhrzeit, zu der man als Anwohner auch gern ins Bett möchte. Und es gibt leider einige Menschen, die diese Uhrzeiten nicht akzeptieren. Und natürlich gibt es da einige Anwohner, die sagen, das kann nicht sein, das muss aufhören. Zweite Sache, der Schmutz. Die Mülleimer quellen über. Je mehr Leute an der Kreuzung sitzen, natürlich umso mehr Müll entsteht. Und wenn es dann ab einem gewissen Zeitpunkt keine freien Mülleimer mehr gibt, dann landet der Müll eben auch daneben. Wenn man dann morgens aus der Tür tritt, muss man dann ein bisschen Slalom laufen, um drumherum zu kommen. Und dritter Punkt ist auch schon seit Jahren eine heiße Diskussion mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Es ist die Störung des Verkehrs. Sei es der Autoverkehr, sei es der Straßenbahnverkehr, das berühmte Streicheln oder auch der Fußgängerverkehr. Es gab einige Gewerbetreibende, die gesagt haben, sie verlieren Kunden, weil diese nicht sich durch die Massen an Menschen durchkämpfen wollen, um zum Laden zu kommen. Also ihr seht, viele Punkte, viele, viele Punkte, die dort geäußert wurden. Vor allem negative, das muss man sagen. Die Kreuzung hat allerdings auch ihre positiven Seiten, aber wir müssen uns jetzt leider gerade wirklich auf die negativen Sachen konzentrieren, denn auch die führten jetzt zu diesem Brief, der geschrieben wurde von zwei Anwohnerinnen. Der ist im nächsten Umfeld der Kreuzung verteilt worden. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, stopp. Wir können uns alle miteinander unterhalten und wir können auch unsere Sorgen und unsere Ängste teilen und wir können uns konstruktiv darüber unterhalten, wie wir die Situation für alle verbessern können. Das macht dieser Brief hier nicht. Dieser Brief schiebt die Schuld an allem, was auf der Kreuzung passiert, den Spätshops in die Schuhe. Die Spätshops seien verantwortlich dafür, was vor deren Türen passiert. Sie seien verantwortlich dafür, dass die Leute sich laut draußen gebärden, dass sie viel Schmutz auf die Straße schmeißen, dass die Flaschen zerbrechen. Und hier in diesem Schreiben wird jetzt explizit dazu aufgerufen, die Spätshops vermehrt anzuzeigen, vermehrt Beschwerde zu erstatten bei den Behörden. Und da muss ich sagen, mir ist das Wort Hetzjagd oder Hexenjagd in den Kopf gegangen. Ich finde diese Art nicht sinnvoll. Sie löst meines Erachtens das Problem nicht. Was passiert, wenn wir die Spätshops schließen? Sitzen dann weniger Leute auf der Kreuzung? Ich habe meine Zweifel. Denn wir bekämpfen in dem Moment ein Symptom. Nämlich den Alkoholverkauf direkt an der Kreuzung. Ja, wenn das nicht mehr möglich ist, gehe ich in den Supermarkt vorn, in den Supermarkt hinten oder in den Supermarkt an der Ecke und kaufe mir dort mein Bier. Uns als Piraten ist es wichtig, dass wir es schaffen, die Ursachen dieser Situation zu klären
und dann entgegenzuwirken. Warum sitzen denn so viele Leute auf der Kreuzung? Liegt es vielleicht daran, dass der Scheunenplatz vor einer Weile umgestaltet wurde? Seither sind da nämlich deutlich mehr. Liegt es vielleicht daran, dass wir jede freie Stelle in der Neustadt zupflastern? Wo triffst du dich gemütlich in der Neustadt? Im Alaunpark ist irgendwann dunkel. Ja? Wo triffst du dich, wenn du vielleicht nicht 2,80 Euro hast, um dich in den Biergarten zu setzen für dein Bier? Dann ist dort diese Kreuzung. Die Leute sitzen dort gemütlich zusammen. Ja, es gibt welche, die halten sich nicht an Regeln. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Und jetzt ist die Frage ganz klar, was können wir konstruktiv tun, um die Situation für die Leute zu verbessern, die dort wohnen, für die Leute, die dort sitzen. Und auch für die Gewerbetreibenden, denen jetzt irgendwie der schwarze Peter zugeschoben wird. Wir von den Piraten sind auf jeden Fall gegen eine Prohibition. Wir unterstützen die Spätshop-Kultur in der Neustadt, denn sie gehört einfach hier dazu. Diese Ecke, so wie sie ist, sie gehört zur Neustadt. Sie spiegelt die Neustadt wieder in vielen Punkten. Und wir möchten euch gern einladen, konstruktiv Vorschläge zu bringen. Was denkt ihr, kann getan werden, um für alle Beteiligten eine verbesserte Situation herbeizuführen? Unser Vorschlag: schafft Plätze. Schafft Plätze in der Neustadt, in denen man sich noch gemütlich treffen kann. Also, schreibt uns, ruft uns an, schickt uns ein Twitter-Vögelchen, was auch immer euch einfällt, teilt uns mit. Und dann schauen wir, wie wir alle zusammen was leisten können. Ciao.